Grüß Gott, liebe Leute. Servus. Hölwa, der hat es doch geschafft, herzukommen heute. Er ist ja jetzt, wie er allen verkündet, ein braver Student und lernt jetzt wieder was Neues. Ja, das ist ja was Bekanntes und ist immer gut, wenn Leute was Neues lernen, vor allem in der Juristerei. Man sollte das den ligistischen Abteilungen empfehlen, oder? Dass sie mal ein bisschen Nachbildung machen. Ja, also, warum sind wir da, wie angekündigt? Die GIS schreiben. Es kursieren ja in der letzten Zeit verschiedene Schreiben der GIS. Die GIS ist ja die Gesellschaft, das ist eine GmbH, die gegründet worden ist, damit man die GIS eben einheben kann. Also die jene Gebühr, die man zahlt, die Abgabe, die man bezahlt, wenn man ein empfangsbereites Gerät hat beim ORF. Und da gibt es ja jetzt die Haushaltsabgabe ab 2024 und jetzt hat die GIS sich bemüßigt gefühlt, verschiedene Schreiben zu verschicken. Also da haben wir so Schreiben gekriegt, das ist das Schreiben 6.10. und das Schreiben 15.11. gibt es da jetzt. Also ich habe da jetzt verschiedene Schreiben bekommen. Und die Leute fragen zu Recht, was soll man denn damit jetzt machen? Ja, und das haben wir analysiert. Und ich habe das vor einigen Wochen schon angekündigt, dass ich mir das anschauen werde. Aber das Problem an der Geschichte war, der ORF, also nicht der ORF, die GIS hat tatsächlich zwei verschiedene Briefe verschickt. Ja. Jetzt beginnen wir mal ganz am Anfang. Der heutige Vlog wird etwas spannend, weil wir wirklich in die Tiefen, die Untiefen der österreichischen Gesetzgebung gehen werden und auch ein bisschen erklären werden, was los ist. Beginnen wir ganz am Anfang. Der ORF, ja, da hinten, der ORF hat sich bis dato immer finanziert über die GIS und über private Werbeeinnahmen. Die GIS hat jeder zahlen müssen, der empfangsbereites Gerät gehabt hat. Und es gab das Online-Streaming beim ORF, da hat jeder draufschauen können. Das hat der ORF selber für offensichtlich verfassungswidrig empfunden, hat sich beschwert beim Verfassungsgerichtshof und hat, ach Überraschung, Recht bekommen, dass es nicht in Ordnung ist, dass man das Streaming nicht bezahlen muss. Was hat dann der österreichische Gesetzgeber gemacht? Der hat das Ganze umgestellt und hat gesagt, es ist völlig egal, ob du dir den ORF anschaust, ob du streamst oder nicht, ob du ein Gerät hast, mit dem du streamen kannst oder nicht. Zahlen musst du, wenn du ein Haushalt bist. Die sogenannte Haushaltsabgabe war geboren. Und die soll jetzt ab dem 01.01.2024 wirksam sein. So weit, so schlecht. Höllwart und ich haben zusammen das Volksbegehren ORF Volksbefragung jetzt begründet und wollen damit erreichen, dass Leute zu einer Volksbefragung geschickt werden, die sagen, wir wollen jetzt endlich mal eine Urabstimmung haben, wollen wir diesen ORF überhaupt? Weil dass jetzt Leute bezahlen müssen für ein Produkt, das sie gar nicht haben wollen, das in Zeiten der höchsten Inflation, in einer Rezessionszeit, das heißt die Wirtschaft wird runtergehen, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. So, das war die Einleitung. Hallo, der Höllwart hat da nichts gesagt. Jetzt muss ich mal was sagen. Ich wollte mal verdeutlichen, wie der Kollege da sich da permanent in verbalen Ergüssen auslässt, ja, und mich da links, vielleicht rechts liegen lässt, ja. Das war jetzt sozusagen eine Bestrafung, eine nonverbale. Ein Protest war das. Möchtest du weiterreden? Oder war das? Nein, erzähl einmal. Das war schon mal. Du darfst schon noch erzählen. Ja? Wir haben ja da relativ viel erhoben in den letzten Tagen und Wochen. Ja, also der Kollege hat das Wesentliche oder sehr vieles schon gesagt. Punkt 1, wir bekommen permanent Anrufe betreffend diese Briefe. Auf diese werden wir heute eingehen als Hauptpunkt. Da geht es dann im Wesentlichen darum, was ist mit den Daten, woher kommen die, woher haben die, wieso kriegen sie überhaupt einen Brief, das ist das eine. Aber das Ganze geht viel weiter. Was ist ab 01.01.2024? Wer bestimmt die Gebühren, nämlich diese 15,30 Euro für den Beitrag? Wie erfolgt es, wenn ich das nicht zahle? Was kann ich machen dagegen? Bekomme ich da einen Bescheid oder bekomme ich da gar nichts, wird dann Exekution geführt. Wer führt die Exekution? Geht das über eine Verwaltungsbehörde, geht das über ein Gericht? Und das sind ganz spannende Fragen und eigentlich sehr rechtswidrige Punkte haben sich Lösungen, da hier. Rechtswidrige auf, Lösungen, ja. Aus Sicht des ORF, nicht?
Nein, aus der Sicht des ORF, die haben das, ob das rechtswidrig ist, wurscht. Aber aus Sicht des Rechtskundigen ist eigentlich das Gesetz, das da gemacht worden ist, in vielen Punkten zumindest zu hinterfragen und oder wahrscheinlich sogar teilweise rechtswidrig, weil es gegen gewisse Grundprinzipien, und da rede ich gar nicht verfassungsrechtlich, spricht. Aber gehen wir mal zu den Briefen. Beginnen wir mit der Nummer 1. Es gab einmal einen Brief, den hat... Am 6.10. Also da in Hamm rund im Oktober die Leute bekommen, und den darf ich kurz mal einblenden. Hier ist es so, da haben Menschen so Briefe bekommen, und diese Briefe tragen rechts oben hier den Begriff GIS, Gebühren und Service, und das adressiert gewesen. Und wer hat Bundesadler. Bundesadler natürlich auch. Und wer hat das bekommen? Das haben jene Leute bekommen, die in Österreich gemeldet sind, eine Meldeadresse haben, aber welch Schande, nicht bei der GIS gemeldet waren. Das heißt, Menschen, die zwar in Österreich leben, Haushalte sind, aber keine GIS-Anmeldung hatten. Es soll sowas vorkommen. Ich glaube, es sind 350.000 Haushalte. Genau, mit dem Argument für ein funktionierendes Zusammenleben. Ja, das ist der andere Punkt. Und in diesen Schreiben damals hat man eben die Leute, die eigentlich nicht datenmäßig bei der GIS aufscheinen dürfen, eigentlich, weil sie ja nie gemeldet waren, diese Leute haben einen Brief bekommen. Und in diesem Brief stand dann drinnen ihre persönliche Information zum neuen ORF-Beitrag. Und da steht dann drinnen, informativ, am 1. Januar 2024 wird der ORF von allen Menschen in Österreich gemeinschaftlich finanziert. Ach, was für ein Hohn. Weil das ja auch falsch ist. Es ist ja nicht so, dass es eben von allen Menschen finanziert wird, wie eine Steuer. Nein, es wird einfach von Haushalten finanziert. Und das ist natürlich im höchsten Maße inadäquat, weil es soll ja auch Leute geben, die nicht gemeldet sind. Es soll Leute sein, wo in Wohnungen 20 Leute gemeldet sind und die schon alle in unterschiedlichen Flächen. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder gleich viel zahlt in Österreich. Unsere 9 Millionen Menschen zahlen jetzt nicht gleich viel, sondern es zahlen die Haushalte. Also der erste Satz ist schon mal völlig falsch. Und dann kommt dieses übliche Marketing-Blabla. Der ORF hat den Auftrag, allen Menschen in Österreich mit Programmen Orientierung zu geben, funktionierendes Zusammenleben beizutragen, bla bla bla, und was er nicht alles Tolles tut. Und dann soll eine neue TVT geben, mehr Social-Media-Angebote etc. etc. Also, liebe Leute, wir sind so großartig, der ORF ist so großartig. Ich meine, seit ein paar Tagen gibt es jetzt YouTube-Werbungen zum ORF. Wie toll das nicht ist und wie nicht einfach das ist. Die mich sehr an die Corona-Werbung erinnert haben. Habe jetzt unlängst eine gesehen, ORF-Werbung, ich bin dabei. Ja, ich bin auch dabei. Und es ist so super, weil ich brauche ja nur einen Einziehungsauftrag geben, dann versäume ich nie wieder eine Frist. Was genau. Für eine dämliche Argumentation. Ja. Aber dazu werden wir einen eigenen Vlog drehen. Wir werden diese Videos mal zeigen. Es sind ziemlich absurd zum Teil. Ja. Und dieser Brief vom 6.10., der geht dann weiter. Zunächst noch relativ freundlich, bitte melden Sie sich an. Ja. Weil noch keine Anmeldung vorliegt. Und jetzt wird das Ganze aber, oder wurde es verschärft, indem Sie in Gelb hinterlegt geschrieben haben, bitte erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und antworten Sie innerhalb von 14 Tagen auf diesen Brief. Wenn Sie das nicht tun, wird Ihnen ab Jänner 2024 automatisch eine Zahlungsaufforderung zugestellt. So, das klingt schon heftig, und das war der Grund, warum viele Leute Angst gehabt haben und gefragt haben, was soll man denn jetzt da tun? Und berechtigterweise, weil das klingt ja nach einem behördlichen Auftrag. Und bereits damals habe ich eben dieses Video gemacht, wo ich gesagt habe, wir werden darüber berichten, weil es ja eigentlich völlig falsch ist. Das, was da in diesem Zettel, auf diesem Brief steht, ist unwahr und unrichtig. Warum, werden wir gleich erklären. Aber offensichtlich hat die eine oder andere Aufregerei bei der GIS bewirkt, dass sie draufgekommen sind, naja, vielleicht geht das doch ist nicht es doch nicht so, dass wir das schreiben, weil eigentlich vielleicht fehlt uns da doch ein bisschen die Grundlage, vielleicht sind wir gar nicht berechtigt, die Daten abzugleichen, und vielleicht ist es gar nicht berechtigt, dass wir einfach Leute, die gar nicht bei uns in der Datenbank stehen, plötzlich Briefe schreiben. Und vielleicht ist es gar nicht die GIS. Vielleicht, und die GIS, hat die GIS das Recht, weil die GIS ist ja bis 31.12. Gibt's ja nicht mehr. Also jedenfalls haben in der zweiten, dritten Schub dieser Briefe, die ja Millionen von Euro kosten, weil wenn die 50 Cent pro Brief zahlen,
ich sehe ja nicht ein, warum sie weniger zahlen sollten, dann müssen sie ja zumindest 300.000 mal 5, das sind nicht Millionen, aber sind ein paar 100.000 Euro, die allein nur Porto verschlungen für so sinnlose Briefe. Gut, dann gibt es eben den Brief Variante 2. 15.11.22. Ich gehe nur kurz mal da zurück. So, das ist da. Jetzt vergleichen wir doch hier den Brief vom 6.10.2023. Was fällt uns da auf? So. Plötzlich ist das... Also das fällt niemandem auf, weil ihr es nicht gesehen habt. Moment einmal. So ist es. Ja, also hier, das ist der Brief vom 6.10.23. Ja? Und, wie ein Wunder. Wie ein Wunder. Puff, verschwindet was. Und zwar ist es dieses wunderbare GIS-Zeichen. Ja, und das GIS-Zeichen? Das GIS-Zeichen, und da haben sich die Verfasser dieses Schreibens offensichtlich doch ein bisschen dann Gedanken gemacht, dass das wohl nicht so sein kann, weil die GIS gibt es ja nicht mehr ab 2024. Stimmt, aber es ist ja jetzt der 15.11.23. Ja. Aber die GIS ist jedenfalls, da sind wir uns natürlich einig und wieso, werden wir gleich erklären, eigentlich überhaupt nicht berechtigt, solche Schreiben zu schreiben. Weil man muss schon ein bisschen berechtigt sein, um dann jetzt hier diesen Text von sich zu geben, dann werde ich es so viel einblenden. Ja? Also die GIS hat dann weitergeschrieben, hat dann wieder ein neues Schreiben, ihre Angaben zum ORF-Beitrag. Ja? Und der Hauptwohnsitz, dann ist dann die Adresse und dann guten Tag, aber die haben nicht mal männlich-weiblich, das gibt es nicht mehr, weil ja alles divers ist. Und dann haben sie reingeschrieben, jetzt der ORF-Beitrag wird dann für jede Adresse verrechnet, an der zumindest eine Person den Hauptwohnsitz hat. Auch dieser Satz ist Bullshit, weil ich verrechne ja keine Adresse, so unter dem Motto, schicken Sie meiner Adresse eine Rechnung, weil die Adresse wird sie nicht bezahlen. Ja? Sondern tatsächlich ist es so, dass an jedem Hauptwohnsitz, wo zumindest jemand gemeldet ist, der über 18 Jahre ist, dort wird an diese Person, die 18 Jahre ist, über 18 Jahre ist, dann eine Rechnung geschickt werden, eine Vorschreibung geschickt werden. Eine Zahlungsaufforderung. Eine Zahlungsaufforderung, ja. Weil jeder, der in Österreich gemeldet ist und pro Haushalt... Und nicht einem Befreiungstatbestand unterliegt. Ja, muss dann zahlen. Ja, wie viel, auf das kommen wir noch zu sprechen. So, und dann gibt es ja den wunderbaren Satz, der ja beim anderen Brief noch nicht vorhanden war, der zwar richtig ist, aber auch falsch interpretiert wird. Hier steht dann drinnen, Teile des neuen ORF-Beitragsgesetzes gelten bereits ab sofort. Joje, das stimmt schon, aber... Berechtigt das jetzt diese Leute, die GIS, mir diesen Brief zu schreiben? Berechtigt das die GIS, hier meine Daten, die ja, also meine Daten, die bei der GIS nicht vorhanden sind, wenn es so ist, wenn ich noch nie GIS gezahlt habe, berechtigt das die GIS zu nehmen, ich habe meine GIS-Daten und dann habe ich meine Meldedaten. Das sind aber nicht meine Meldedaten, sondern diese Meldedaten liegen beim Bundesministerium für Inneres. Und darf der Herr Bundesminister mir einfach die Daten als GmbH einfach geben? So, da nimm mal alle deine, meine GIS-Daten, verarbeite sie mal. Mach einmal. Da gibt es ein Buch. Das ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das ist quasi die Verfassung des Datenschutzes in Europa. Und die muss schon ein bisschen beachtet werden. Und man merkt schon die Bemühungen des österreichischen Rechtsstaates, das zu tun. Aber sie sind in dem Punkt kläglich gescheitert, beziehungsweise die GIS hat es offensichtlich nicht richtig angewendet. Oder wollte es nicht anwenden. Ja. Jedenfalls haben die jetzt Folgendes gemacht. Sie haben dann, und das steht auch in dem Brief drinnen, dass diese Person, also eine 18-Jahre-Hauptwohnsitz, ab 1. Jänner 24 ist diese Person dann verantwortlich, wer immer das sein mag. Nebenwohnsitze müssen nicht bezahlen, das stimmt. Und jetzt kommt der Supersatz. Wir haben die Daten aus dem zentralen Meldeamt mit den Daten in unserem System verglichen. Und das ist jetzt wirklich spannend. Das ist spannend. Nehmen wir doch mal die Datenschutzgrundverordnung her. Was ist denn das? Nennen wir das, was ist denn Gegenstand und Ziele? So, diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert oder gespeichert sein können. Also, die haben echt meine Daten verarbeitet und das unterliegt der DSGVO. Das bedeutet, das darf man nur, wenn man wirklich gesetzlich dazu berechtigt ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Und auch das berechtigte Interesse eines jeden, der so einen Brief bekommen hat, woher der ORF meine Daten hat. Richtig, also das ist klar.
Und jedenfalls fordern die uns noch auf, bitte antworten Sie in jedem Fall innerhalb von 14 Tagen auf unser Schreiben. Ich rufe in Erinnerung, im anderen Schreiben stand das noch ein bisschen anders drinnen. Im anderen Schreiben hat man nämlich reingeschrieben, bitte erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und antworten Sie innerhalb von 14 Tagen auf diesen Brief. Wenn Sie das nicht tun, wird Ihnen ab Jänner automatisch eine Zahlungsaufforderung zugestellt. Das hat schon was ein bisschen Kafkaeskes. Es erinnert mich ein bisschen an den Prozess. Kommen Sie und holen Sie sich Ihr Urteil ab. Also es ist schon ziemlich heftig. So, und jetzt, liebe Leute, um die Frage beantworten zu können, was machen wir dagegen, schauen wir uns mal die gesetzliche Grundlage an. Und ich gebe zu, das könnte jetzt theoretisch trocken werden, ist es aber nicht, weil diese Gesetze so absurd sind oder die aktuelle Gesetzeslage so absurd ist, dass sie eigentlich richtig spaßig ist. Ja? Und ihr werdet am Ende des Vlogs dann sehen, was man zu tun hat. Wer die Geduld nicht hat, kann vorspulen. Also jetzt noch nicht, weil jetzt ist es ja erst online, aber dann nach einer Stunde, wenn das dann jeder vor- und zurückspulen kann, kann man sich anschauen. Aber es ist wirklich sehr spannend, wie das jetzt ist. Jetzt haben wir die Gesetzesgrundlage Haushaltsabgabe. Die Haushaltsabgabe, muss ich dazu sagen, ist geregelt einerseits im neuen ORF-Gesetz. Ja, das heißt also, das ORF-Gesetz regelt, wie die ganze ORF strukturiert ist und wie er finanziert ist. Ja? Und das ist auch geregelt im sogenannten ORF-Beitragsgesetz. Jetzt ist aber das Spezielle bei Gesetzen so, ein Gesetz gilt immer nur dann, wenn es wirksam ist, also wenn es in Kraft getreten ist und auch tatsächlich anzuwenden ist. Und da gibt es Leges Vacanzen, das heißt also, es gibt Zeiten, wo ein Gesetz zwar schon verabschiedet ist, das heißt, der Nationalrat hat schon gesagt, ja, das wollen wir. Und der Bundesrat, also es ist schon Gesetz, aber es soll erst später gelten. Und das trifft halt für große Teile des ORF-Gesetzes, aber auch des ORF-Beitragsgesetzes zu. Das ORF-Beitragsgesetz ist eben dieses Gesetz, das wir jetzt haben, damit eben dieser ORF-Beitrag eingehoben werden kann, wer da einheben kann etc. Und das darf ich jetzt mal zeigen, die aktuelle Version des ORF-Beitragsgesetzes. Und man muss kein Jurist sein, um zu erkennen, wo das Problem liegt. So, das ist von heute im Rechtsdatensystem die aktualisierte Version des Gesetzes, ORF-Beitragsgesetz. Achso, ja, ich muss einschalten. Ja. Das ist es. Heutiger Tag. Gut. Da gibt es den Paragraph 1, den Paragraph 2, den Paragraph 4a. Ist ein neues Gesetz, aber es fehlt irgendwie was dazwischen. Dann springt es auf 9. Dann, liebe Leute, springt es auf 13. Ja? Dann geht es weiter auf 14a, dann auf 18. Ja? Und auf 19, 20, 21 Übergangsbestimmungen. Ja, das heißt, es ist ein Gesetz mit Lücken. Wie kommt denn sowas zustande? Sowas kommt dadurch zustande, dass manche Teile des Gesetzes noch nicht gelten. Und jetzt schauen wir uns an, aber die aktuelle Version dieses Gesetzes. Weil in diesem Gesetz gibt es eine Regelung, wer denn eine Meldepflicht hat, wer verpflichtet ist, seine Daten, wenn er noch nicht in der GIS gespeichert ist, abzugeben. Und wer denn überhaupt welche Pflichten hat. Und da schauen wir uns an in diesem aktuellen Gesetz. Paragraph 9, da steht drinnen, der Beginn der Beitragspflicht, Anmeldung und das Ende der Beitragspflicht sowie eine Änderung der persönlichen Daten sind beim betrauten Rechtsträger, anzumelden. Jetzt ist das so, der betraute Rechtsträger, das ist eben die GIS. Und da steht Paragraph 10. Ja? Jetzt schauen wir uns weiter im Gesetz nach. Paragraph 10 gibt es nicht. Es gibt keinen Paragraph 10 im aktuellen Gesetz. Das bedeutet, wem soll ich denn meine Daten melden? Herr Hüllwart. Na, mir nicht. Na, mir auch nicht. Also es gibt niemanden, dem man diese Daten melden kann. Weil der Paragraph 10, den gibt es nicht. Und was steht denn in Paragraph 10? Und das muss man dann schauen, muss man blättern. Und in Paragraph 10 des neuen ORF-Beitragsgesetzes, ja, das ist nämlich das ab 1.1.24 gilt, das gilt erst dann, da steht dann drinnen, na, sowas. Ja, da gibt es dann, das ist das vollständige Gesetz. Und da gibt es dann drinnen, das ist die ORF-Beitragsservice GmbH. Und da steht drinnen, die Erhebung des ORF-Beitrages sowie sonstiger damit verbundener Abgaben, die Ermittlung aller Beitragsschuldner sowie die Entscheidung über die Befreiung von der Beitragspflicht obliegt
der ORF Beitragsservice GmbH als mit behördlichen Aufgaben beliehenes Unternehmen. Aber erst ab 1. Die gibt es ja noch gar nicht. Jänner 2024. Die gibt es noch nicht. Und diese Service GmbH, also Beitragsservice GmbH, die es erst ab 1.24 geben wird, die eine Nachfolger, also die quasi eine umbenannte GIS ist, das stimmt schon, aber erst ab 1.24, hat dann auch die Berechtigung vom Innenminister, darüber kann man dann verfassungsrechtlich streiten oder DSGVO-mäßig streiten, aber hat dann die Berechtigung, die Adressen abzugleichen. Also das heißt also, die Adressen vom Innenministerium zu verlangen, dann abzugleichen. Da steht dann in § 13 dieser Bestimmung, die es jetzt schon gilt, wo da steht, der Bundesminister hat als Auftragsverarbeiter, was auch immer, dieser Gesellschaft, die es aber erst ab 1.24 geben wird, die Daten zu übermitteln. So, Conclusio. Wir haben Schreiben der GIS. Die GIS ist derzeit nicht berechtigt, die Datenerhebungen für Personen zu machen oder für Haushalte zu machen, die bis dato nicht GIS gezahlt haben. Sie hat es aber getan. Der Innenminister darf ab 1.1.24 Daten übermitteln, nämlich die Inhalte des zentralen Melderegisters an die Service GmbH, so ab dem Zeitpunkt, wo sie gibt, nämlich ab 1.1.24, aber noch nicht jetzt. Was bedeutet das in der Folge? In der Folge bedeutet das, dass diese Briefe, die jetzt geschrieben worden sind, höchst zweifelhaften Ursprungs sind, was die Datenerhebung betrifft. Weil es der GIS nicht erlaubt war, jetzt aktuell diese Daten zu heben, weil es dem Innenminister nicht erlaubt war, der GIS diese Daten weiterzugeben, zumindest nicht nach diesem Gesetz, und ein anderes kenne ich nicht, und dass die Verarbeitung der GIS-GmbH-Daten und der Daten, die jetzt das Innenministerium geliefert hat, die im zentralen Melderegister sind, das zu verarbeiten, war auch gesetzlich noch nicht erlaubt. So, Herr Ölwart, was machen wir dadurch? Deshalb. Naja, im Grunde hat jeder natürlich die Möglichkeit, der Datenschutzkommission eine Meldung abzugeben, ja? Und auch zu verlangen, woher diese Daten stammen, woher die Herkunft dieser Daten sind. Also im Grunde müsste man jeder den ORF anschreiben und die Auskunft verlangen. Na, nicht woher, den ORF, die GIS. Die GIS. Die GIS, ja. Woher die Daten stammen. Genau. Man hat das Recht, nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung hat man das Recht, eine sogenannte Auskunft einzuholen. Da steht im Artikel 15 der DSGVO, ja, da steht drinnen, die betroffene Person, das ist derjenige, dessen Daten verarbeitet worden sind, hat das Recht von dem Verantwortlichen, das ist derjenige, der verantwortlich ist für die Verarbeitung, das ist in diesem Fall die GIS, ja, GIS mit der Adresse auf diesen wunderbaren Briefen, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogenen Daten verarbeitet werden, personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das heißt, ob diese Daten verarbeitet werden von der GIS. Ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten und auf folgende Informationen. Was die Verarbeitungszwecke sind, zu welchen Kategorien sie gehören, wer der Empfänger der Daten sind, wie lange sie gespeichert bleiben sollen und verschiedene andere Dinge, jedenfalls wie die Herkunft der Daten ist. Das heißt, und das habe ich auch schon diversen Leuten, die mich angerufen haben, gesagt, wissen Sie was, schreiben Sie mal der GIS und sagen Sie, geben Sie mir Dateninformationen, wie Sie denn zu diesen Daten gekommen sind. So, da müsste ja eigentlich die GIS antworten. Tut sie auch, und zwar folgendermaßen, und zwar relativ perfid, indem sie sagt, naja... Das können wir, aber bitte übermitteln Sie uns einen Ausweis, übermitteln Sie Ihre Bankdaten, eine IBAN-Nummer oder was auch immer. Und das ist ja schon sehr lustig, ja, weil wieso brauchen die meinen IBAN oder wozu brauchen die meinen Ausweis? IBAN haben sie nicht. Nein, aber es kommt dahin. Ja? Ja. Also der Punkt ist, wenn wir heute als Unternehmer Anfragen bekommen und die Information kriegen, bitte geben Sie mir bekannt, ich möchte wissen, ob meine Daten abgespeichert sind. Ja, dann kann ich an einen Ausweis verlangen. Ich kann sagen, eine Kopie des Ausweises, damit ich weiß, wer es ist. Und an dem schicke ich das dann. In der Regel der Fälle per Post. Ja, gut. Aber
Aber so wie diese Antwortschreiben sind, sind unter dem Motto des Datenschutzes darf ich Ihnen die Informationen nicht geben. Was natürlich Bullshit ist. Sie müssen... Sind ja meine eigenen Daten. Sind ja meine eigenen Daten. Das heißt, wenn ich sage, ich bin derjenige, ja, und jetzt gibt es ja auch bei diesen wunderbaren Schreiben, das habe ich zwar geschwärzt, aber es gibt ja bei den Schreiben hier unten, ach so, das, hier unten gibt es dann diese Daten, wo ein Antwortcode oder eine, dabei ist. Man das könnte ja genügen. Man könnte mit diesem Antwortcode Antwort sagen, ich möchte wissen, Sie haben mir unter diesem Code an meine Adresse geschrieben, eigentlich bin ich kein GIS-Zahler bis dato. Woher haben Sie die Informationen? Wieso verarbeiten Sie das und auf welcher rechtlichen Grundlage? Das könnte man jetzt mal schreiben und ich bin sehr gespannt, wie die Antworten sind. Ich meine, das ist ein echter, meiner Ansicht nach, Skandal, ein datenschutzmäßiger Skandal, der hier abgeht von einem Unternehmen und das muss man jetzt auch dazu sagen. Es wird am 1.1. die GIS als zur Servicegebühr und ab dem Zeitpunkt geht der ganze Spaß los, der kein Spaß sein wird. Man hat auch hier ziemlich orge Regeln gefunden, über die wir gesondert noch einen Vlog machen werden. Nämlich die Frage ist, wie wird das eingehoben? Wann ist überhaupt die Gebühr fällig? Kann ich dagegen einen Beschwerde machen? Oder muss ich da was tun, damit ich keine Beschwerde... Das sind Dinge und in den Gesetzen, die da kommen werden ab 1.1.24. Es sind viele Überraschungen. Viele Überraschungen, die eigentlich die Rechtsstaatlichkeit ziemlich untergraben. Und das kommt aber noch. Da machen wir eigene Vlogs dazu, weil es reicht ja schon mal das jetzige. Das Fakt ist, wenn man dazu hinschreibt, kriegt man eine Antwort und man sollte diese Antwort möglicherweise sich auf der Zunge zergehen lassen, weil eigentlich ist die GIS meines Erachtens nach derzeit nicht berechtigt, diese Datenabgleiche zu machen. Die GIS ist es auch bekannt, weil sie ja, wie gesagt, das Logo geändert haben. Und ich glaube, dass sie ganz genau wissen, dass sie derzeit auf einer sehr eigenartigen rechtlichen Grundlage bauen. Ich gebe zu, die GIS kann für diese eigenartige Grundlage nichts. Das sind schon die Gesetzgeber, die das gemacht haben. Aber man muss halt schon nach dem Gesetz arbeiten. Kleiner Aspekt. Was glaubst du, wird die GIS bekommen für die Tätigkeiten, die sie haben? Da steht nämlich im Gesetz drinnen. Die GIS bekommt... Von den Gesamtbeträgen. 2,1% von 710 Millionen Euro. Ja, das sind also das sind ungefähr 15 Millionen Euro. 15 Millionen Euro, das ist die Milchmädchenrechnung, die wir gemacht haben. 2,1% von 710 Millionen Euro bekommt die GIS als Bezahlung für ihre Dienste. Wir rufen uns in Erinnerung, es gibt ein Urteil in der Sache COFAG, das war diese Förderungsagentur, wo es geheißen hat, eigentlich ist das doch eine staatliche Aufgabe, da brauche ich keine GmbH dazu. Wieso brauche ich eine GIS? Die weitere Frage stellt sich ja, wer finanziert denn diese Briefe? Wer zahlt denn die? Weil gratis kann ich keinen Brief verschicken und eine Postwurfsendung, 50 Cent mindestens, 9 Millionen. Es ist ja keine Postwurf, sein. Ja. Es ist ein direkt zugestellter Brief, ja. 50 Cent mindestens an alle Haushalte. Nein, eigentlich an alle nicht gemeldeten Personen. Das ist ja der Wahnsinn, ja? Also alle nicht gemeldeten Personen. Das ist ja wahrscheinlich viel mehr als 300.000. Ja, aber auch die gemeldeten Personen haben ja auch einen Brief bekommen. Das weiß ich. Ja, wahrscheinlich die normalen müssen es sein, ja. Also, da kann man sich ausrechnen, was allein das Verschicken des ersten Briefes gekostet hat. Und man kann sich dann, wenn man eine Zusatzaufgabe machen möchte, sich ausrechnen, was der zweite Brief gekostet hat. Wobei es durchaus sein kann, dass manche Leute gar keine zwei Briefe bekommen haben. Wahrscheinlich haben die alle nur einen Brief, entweder die erste Charge oder die zweite Charge bekommen. Ja, aber es sind natürlich viele Hunderttausende bis Millionen Briefe rausgegangen, die eigentlich auf einer sehr diffusen rechtlichen Grundlage basieren, weil das, was die da machen, zwar ab 1.1.24 vielleicht zulässig sein wird, aber jetzt noch nicht. Und deshalb, wie gesagt, ich halte jetzt ganz deutlich fest, das ist meine persönliche Meinung, das ist keine Rechtsberatung. Jeder muss sich, wenn er da Schritte setzen will, selber rechtsberaten. Es ist ein ungesicheres Gebiet, aber meine persönliche, nicht rechtsberatende Meinung ist bei der Geschichte, schreiben Sie der GIS zurück und sagen Sie, ich möchte von Ihnen wissen, woher haben Sie meine Daten? Wozu verbrauchen? Was haben Sie damit gemacht? Haben Sie sie verarbeitet? Ja? Und welche Kategorien haben Sie abgespeichert? Und was werden Sie damit machen? Wann werden Sie sie löschen? Ja. Das sind so die Fragen, die können Sie stellen. Wie gesagt, Sie haben da sogar einen lustigen Antwortcode. Den können Sie ja benutzen. Den Antwortcode per E-Mail an die GIS.
die lustigerweise keine E-Mail-Adresse hat, wahrscheinlich bewussterweise, aber gis.at. Es wird ein Impressum geben, weil wenn Sie auf die Homepage gehen, gibt es hoffentlich ein Impressum bei der GIS. Ja. Also, da sieht man dann auch die Adresse von der GIS. Man muss das jetzt wirklich nochmal zusammenfassen. Wohl, es steht da GIS GmbH, Postfach 1999, Wien 1051. Ja, also man könnte einen Brief verschreiben, das ist natürlich auch wieder eine Vergeudung von Briefmarken, gebe ich zu. Aber die Frage, muss ich das jetzt beantworten, kann ich Ihnen rechtlich nicht richtig beantworten. Weil es steht im Gesetz drinnen, es ist unverzüglich zu machen, aber es ist einer Stelle zu melden, die aber gesetzlich noch nicht vorhanden ist. Deshalb, liebe Leute, der zivile Widerstand zahlt sich aus. Sie könnten ja auch auf das Kuvert draufschreiben, Porto zahlt Empfänger. Ja, das können Sie, aber ob das dann passt, dann kriegen Sie wieder zurück. Ja, egal. Jedenfalls, das ist Teil 1. Was mache ich mit den GIS-Briefen? Es ist, wie gesagt, nochmal zusammenfassend, keine Rechtsmeinung, die ich Ihnen jetzt hier... Es ist meine persönliche Meinung, keine Rechtsberatung. Und wer sich da ein bisschen vertiefen will, soll sich einfach im Riss anschauen, das ORF-Beitragsgesetz in der aktuellen Fassung. Und das ORF-Beitragsgesetz in der Fassung vom 01.01.24 kann man beide schon abfragen und wird verstehen, worum es bei uns, worum es da geht und was wir damit meinen. Es ist ein Skandal, dass so etwas wie ein Paradigmenwechsel, nämlich etwas zu verrechnen für etwas, was ich nicht konsumiere, noch dazu so stümperhaft umgesetzt wird. Ist aber, sagen wir mal, nicht außergewöhnlich für Österreich. Und weil wir bei Umsetzen sind, ich verweise noch einmal auf unser Volksbegehren, hier hinten eingeblendet. Volksbegehren, ORF, Volksbefragung jetzt. Das ist unser Volksbegehren, das wir initiiert haben, das derzeit beim Innenministerium zur Unterschrift aufliegt. Das können Sie unterstützen. Wir haben mittlerweile schon genügend, damit wir es einreichen können, aber wir wollen noch viel mehr. Wir wollen noch viel mehr Unterschriften haben, damit wir es nächstes Jahr, wenn es dann wirklich heiße Phase wird, vorlegen können, damit das dann unterschrieben wird. Was wollen wir? Wir wollen, dass das österreichische Volk durch das Parlament die Chance bekommt, an einer Volksbefragung teilzunehmen, wo man fragt, mehr oder weniger, wollt ihr diesen ORF, wollt ihr ihn in dieser Form, in dieser Art und Weise mit Haushaltsabgabe, wollt ihr ein Budget finanziert oder wollt ihr ihn gar nicht mehr? Das ist mehr oder weniger das, was wir initiieren wollen. Es gibt auf diesem Kanal gibt's das Video, wie man es unterstützen kann. Mittlerweile nur mal mit der ID-Card oder ID-Service oder wie das heißt. Noch geht die normale Handysignatur, aber die wird jetzt, glaube am 1. Dezember wird sie deaktiviert und dann gibt es nochmal die ID Austria. Genau, aber wurscht, Sie können jetzt unterschreiben. Ihre Unterschrift gilt dann auch für die Eintragungswoche. Sie brauchen also nicht zweimal hingehen, es reicht einmal unterstützen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Und ja, in diesem Sinne, es bleibt spannend. Wir werden am Ball bleiben. Ich denke, das nächste Mal werden wir uns ein wenig der Struktur und Finanzierung der zukünftigen GmbH, der umgewandelten GIS, widmen und wie die denn glauben, dass sie die Beiträge einheben können. In diesem Sinne, viel Spaß. Schönen Abend. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.